Hey, hallo ihr Lieben. Ihr seht schon, worum es geht. Sundance. Ich denke, das kennt jeder, oder? Sundance. Die Pflegemarke, die Sonnenpflegemarke von DM. Die werden oder sind 20 geworden dieses Jahr. 20 Jahre schon. Okay, ich wäre froh, wenn ich 20 Jahre wäre. bin ich leider nicht mehr. Aber mein Alter hat auch was. Okay, und ja, ich habe ein tolles Paket bekommen zum Geburtstag von Sundance als Bloggerin. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das war eine Riesenüberraschung. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das macht DM aber sehr gerne, solche tollen Überraschungen. Ja, hier haben wir nochmal ein Kärtchen dabei, wo sämtliche Eigenmarken von DM dabei sind. Und mit ganz lieben Grüßen, schaut mal, von den Insidern, von den Marken-Insidern von DM. Jawohl, und jetzt zeige ich euch die Produkte. Wollte euch nämlich zeigen, wie toll die sind, dass die wirklich schnell einziehen. Leider gibt es noch keine Geruchsvideos, sonst würde ich euch das demonstrieren, wie toll die riechen. Ja, mein Lieblingsprodukt. Es gab drei Produkte. Mein Lieblingsprodukt ist dieses mit Sonnenschutzfaktor 20, Lichtschutzfaktor 20. Ich mag es einfach allein schon deshalb, weil ich gerne fürs Gesicht eine extra Creme verwende. Und die ist ganz toll. Ich zeige euch das mal. So, kam direkt schon was raus. Jetzt zeige ich euch mal, wie die einzieht. So, nichts mehr zu sehen. Oh, und die duftet unglaublich gut. Wahnsinn. So, und da hat man keinen Fettfilm im Gesicht, keine weißen Schlieren oder ja, man riecht angenehm ein ganz kleines bisschen nach Kokos, aber nur ein ganz kleines bisschen. Eigentlich riecht es nur nach Sommer, Sonne. Ja, nach Sonne, die eigentlich im Moment noch ein bisschen fehlt. Also ich bin zwar so angezogen, ich dachte, das passt ganz gut. Aber Sonne ist noch nicht da und warm ist es auch noch nicht. So, das nächste Produkt. So habe ich euch das eigentlich in die Kamera gehalten. Sundance, so sieht das aus fürs Gesicht. Genau, für Schutz und Bräune. Das ist nämlich sehr gut im Gesicht. Ne? Ich mag es im Sommer, wenn ich so eine schöne leichte natürliche Bräune habe. Ich gehe nicht ins Sonnenstudio, weil das mag ich nicht so. Trocknet die Haut auch zu sehr aus. Aber im Sommer, da darf es dann doch schon ein bisschen Farbe sein im Gesicht. Okay, das zweite Produkt ist die Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 30. Die habe ich auch schon ausprobiert. Ich zeige euch das, wie toll die einzieht. Na komm. Nicht ganz so flüssig, ist ein bisschen fester von der Konsistenz als die fürs Gesicht. Aber ihr seht schon, verteilen lässt sie sich ganz, ganz leicht. Die ist wasserfest, duftet auch wieder total nach Sommer und hinterlässt keinen Fettfilm. Es klebt auch nicht besonders. Eigentlich, wenn es eingezogen ist, klebt da gar nichts mehr. Kennt ihr das? Wenn ihr so manche Sonnenmilch klebt dann so oder ein Sonnenöl, das ist dann so schmierig auf der Haut irgendwie. Das ist bei den Sundance-Produkten überhaupt nicht. Das ist total klasse. Ja, und jetzt habe ich ja noch einen Arm. Der ist für das dritte Produkt. Da ist es. Die After Sun Lotion. Après Sun Lotion. Also nach dem Sonnenbaden. Ja, richtig toll.
24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Ja, schützt nach dem Sonnenbad vor freien Radikalen. Wenn die Haut sowieso schon so angegriffen ist, mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Bisabolul. Okay. Ich habe es schon getestet und zwar wisst ihr ja, dass ich meine Beine im Moment mit dem IPL behandle und dafür nach der IPL-Behandlung direkt im Anschluss trage ich diese After Sun Lotion auf und es ist richtig toll. Also meine Haut ist optimal mit Feuchtigkeit versorgt. Ja, bin einfach ganz begeistert und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch, wie die sich auftragen lässt. Oh. Genau, wenn ich es aufklicke. So. Die lässt sich richtig toll auftragen. Also ist anders als jetzt so eine Sonnenmilch. Die riecht auch anders. Ich finde, die riecht fast noch besser. Aber auch nach Sommer irgendwie. Und so ein kleines bisschen reicht wirklich für diesen ganzen Arm. Es ist unglaublich ergiebig und ich merke das jetzt schon. Ich habe jetzt hier kein Sonnenbad genommen oder so, aber ich merke wirklich, wie meine Haut das aufsaugt. Diese Lotion. Also richtig toll, fühlt sich richtig gut an. Meine Haut entspannt sich und ja, auch wenn ich noch total käsig bin. Oh. Okay, das waren die Produkte und ja, ich möchte Danke sagen an Sundance und DM vor allem für diese wirklich tolle Überraschung. Ach so, ja, ein paar mehr Details findet ihr auf meinem Blog. Ja, ich freue mich auf euch. Ich verlinke den wieder hier unten, den Beitrag zu meinem Blog und ja, ihr könnt sehr gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Ciao.